Hi. Jetzt ganz schön umgeworfen. Arme schöne Bäm. Wie eine Tanne. Oh. Ja. Oh, Brombeere. Gefährlicher wie Schnee. Barfuß. Ja, jetzt gehen wir wieder zum Lager und den neuen Hobo einweihe. Den habe ich jetzt gut schon ein halbes Jahr auf mehrere Empfehlungen. Grüß dich Greg, unter anderem von dir. Und ja, und eine geile Eisenpfanne, wo ultra light. Also die ist super leicht, nicht gar so stabil, aber ich glaube, für Dings langt es. Ja, da braucht ihr noch ein paar Herdäpfel und Chillerunde. Wortwörtlich, guck mal. Ah, oh, Kohn. Ah ja, guck mal schon. Ganz rote Füße. Geil. So. See you. We go. Okay, ich film's. Vielleicht gibt's ja Neuigkeiten. Ich war wieder etwa da. Oh. Volle Neuigkeit. Scheiße. Ha. Da scheint alles beim Alten. Scheiße, guck mal, eine schöne Föhre. Oh. Um die bin ich jetzt traurig. Die war so, beide, so ein schöner Rückenschutz. Und Föhre sind ja eh meine Lieblinge. Oh. Ja. Scheiße. Ja, der Vorteil ist, so ist jetzt Südwest. Weil wenn da der Wind kommt, der könnte mein Lager treffen. Hat ich auch. Oh, dangerous. Da war ein Hase. Ah, meh. Gut, das sehe ich, kein Fuchsi. Eins. Ja, I don't know, aber. Könnt sie. Füchs gar nicht gern hier so wegen hoch. Naja. Ah, also, ich. Du wenn klar Schiff machen, aber guck mal, das steht noch einmal frei. Okay, da hat der. Das hat irgendjemand weggemacht, deswegen. Ich will hier gar nicht zu viel bauen, auch nicht, weil es jemand kennt jetzt auf jeden Fall, sonst hätte er nicht die Dinger weggemacht. Und ich schätze, es war der Förster und hat das halt gemacht, weg der Bäume. Wobei, es war, ich habe extra locker gemacht und zwar Hanfsaal. Naja. Ich wollte erst hier pennen. Oh, no gut. Na doch, der auch. Aber ich habe jetzt nichts zum, habe gedacht, nein, ich tue mir die Pfanne und das Ding mal einbrennen. Da muss ich nicht so viel schleppen. Ah, es ist so schön hier, guck mal. Also, das Klieger. Guck, das ist sie. Und geil, die einmal frei, da
gerade nichts aussehe, die passt sich hier schön an und ist relativ dünn, habe es jetzt gar nicht gemessen, aber ist, ja, das ist unter einem Millimeter, vielleicht so 0,8, ich kann es jetzt gar nicht sagen. Das ist schon verstaubt, die habe ich jetzt auch schon länger. Und ich habe ja, ich habe geile Pfanne daheim, wo ich meistens nur für daheim nehme. Auch relativ, vielleicht leicht größer, aber auch schön kompakt, aber viel schwerer. Die, ist, die wiegt, ich habe es jetzt halt auch nicht gewogen, die wiegt vielleicht ein Drittel. Also, ja, der Stiel auch dünn, aber durch die Biegung. Ja, ich habe schön entgratet, die kommen ja immer wegen mit einem Grat und so. Und ja, ja, machen wir einen Test. Da. Oh, Blatt. Oh, no good. Hat ja selber passiert halt. Im Schnee sowieso, da kretscht er auch mal am Schnee. Und, ja. Ohne, no problem. Ohne gut. Guck, habe ich wegen dem Schnee weggemacht, dass es nicht so kalt ist für die Füße. Und hier ist das schöne Teil. Eco-Grill. Ja, und es hat mir vor dem Crack, das haben mir andere empfohlen und das, ich glaube, Greg, du warst, also der Waldgeist, wollen wir noch mal gucken, du warst dann der, wo, ja, wo ich gesagt habe, ja, das Teil muss her, weil, ja, ich sag's gleich. Und weil ich glaube, hier, wo ich wieder gedreht hat, hat auch ein nettes Mädel unter den Kommentar geschrieben, sie hat auch den, das wäre doch auch noch was für mich. Ja, und genau, und jetzt habe ich ihn. Ja, und den will ich halt mal einbrennen. Na guck noch. Oh, Anleitung. Und da ist noch weg der Stange. Ja, den kennt ja fast jeder. Die muss halt beim ersten Mal drin lau, damit er sich nicht verzieht. Dann bleibt er in der Form. Und ja, ja. Jetzt baue ich es mal auf. Und guck, ist immer gut, wenn man auch die Äschschau lässt. Zum Signal hängen. Und da habe ich streberhaft, das war noch, wo ich meine Wohnung gekauft habe, war das mit drin und da habe ich immer einen Scheiß drin gehabt. Ich benutze es eigentlich nicht. Und jetzt habe ich gedacht, das nehme ich mit und da habe ich von meinem alten Bett, wo ich mir selbst gebaut habe, da habe ich die Bretter schon benutzt zum Regale und auch oben an die Balken habe ich so Strebe gemacht für meinen Winterschlafsack. Und ja, und dann habe ich jetzt halt ein paar vorgespalte, ist ja auch ideal jetzt. So nass ist. Und dann kommt das Scheiß mal weg und ja, da habe ich Leinöl zum Einbrennen und da noch ein gefundener Kienspan. Ja, yeah. Also, gucken wir mal, was sie taugt. Ja, ist mir vor Rappkeit im Schnee. So. Oh, so ist sie mir vor Rappkeit. Also, jetzt wird das Ding angefeiert. Bin gespannt und freue mich. Der ist noch leichter wie der. Ich glaube, der hat nur 85 Gramm, deswegen hast du es 85. Und er ist voll schön flach, passt voll viel inne. Drin eh. Und ich habe noch so halt die so Feuerschutzmatte. Und die habe ich vom Thomas. Also ich hab selber auch nicht gehabt, aber. Der Thomas hätte mir die geschenkt. Corvus 1969. Grüß dich, Thomas. Und ja, ich freue mich, weil der wiegt nochmal die Hälfte vom anderen. Und ja, der Lixada, das ist ja nicht mein Lixada, das ist ein Tomschuh. Den liebe ich nach wie vor. Der, ich weiß nicht, ob der den ersetzt, wo ich hit aus Enne oder ja. Tun wir da von zwei Hobos haben. Ich habe sogar drei. Ich habe noch die Bushbox Ultralight. Oh. Aber die ist halt, die ist echt not, die ist sehr klein. Der wird auch im EDC. Also, jetzt. Also guck, so geil der. Aber da brauchst du kein Studium zum den Aufbau. Du musst nur so auseinanderdrucken und dann klappt das Ding runter und das tust du noch ein wenig fixieren. Und dann halt jetzt mache ich einmal den Bügel. Den brauche ich ja normal nicht. Naja, wegen Reisig, zwar wegen nass, aber da noch ein Kinnspann ist, da noch ein mehr. Ich hoffe, das langt, weil ich will ja nicht nur einbrennen, sondern auch danach noch Bratherdäpfel braten. Ah, ja. Guck, jetzt ist die Sonne halt wegen immer. Wie halt machen wir dann hinter der Bäm? Aber trotzdem, guck mal, voll gemütlich.
Und ohne Schnee auch no cone. Ja, das ist das. Man gewöhnt sich echt so schnell dann an die Kälte. Und auch die Füße. Ja. Und es wird ja gleich warmes Essen noch gern. Mal gespannt. Also, testen jetzt mal. So. Stunde der Wahrheit. Oh ja. Der windet jetzt auch ganz schön wieder. Wenn man es hört. Oh ja. Das ist arg feucht. Und den Windschutz. Sau. Das bläht zum 4a machen. Ja. Ja, wer Sturmfeuerzeug jetzt gut. Oder trockenes Reisig. Ja, guck. Kann man halt umdisponieren. Umsparen. Na guck, selbst den kriege ich nicht an. So geht's. Oh nein. Sehr gute lange Sequenz. Guck mal, es floss gerade wieder aus. Halt auch ein kleiner machen können. Kleinere Kienspänle. Mach ich doch grad. Guck mich. Ich lieb mich. Kondor. Wie heißt's? Buschnecker. Er ist so ein. Ja, weiß auch nicht. Hast du Griff parat? Es liegt super in der Hand. Das, ja, aber. Ja, jetzt bin ich noch gespannt. Also, okay, jetzt ist er voll windig. Der zieht wie Sau. Wenn es mal brennt, brennt es. Ja, und ich habe hier, was nicht, ob man sieht, haben hier eine neue Kydex gemacht, weil die, ja, braun gefällt mir besser, sieht wegen rummelige Struff, ja. Und ja, hast so, geil, sofort Griff parat. Und ja, ich habe ja da am wenn es jetzt noch drauf ist, der Victorinox Gürtel. Was kann man da noch? Ja, gut, der ist ja der Hammer. So schnell. Ja, ja klar, der hat riesige Löcher. Der. Und jetzt durch den Wind. Man sieht auch, wie der Wind geht jetzt. Wisst ihr da, warum ich es nicht gleich angekriegt habe? Das Blade zum Feuer machen, der Kerl. So, den Spann kann man aufheben. Also, doch, der gefällt mir. Für den ersten Versuch schon mal gut. Und für den Wind kann der ja nicht. So, oh, ich habe ja noch nicht einmal. Ja, ich habe Bratherde, ich habe Herdäpfel dabei. Und weiß nicht, wie heißt schon? Ja, und ich brenne die Pfanne. Normal esse ich die ja mit der Schale, aber ich tue
jetzt die Pfanne mit der Schale abbrennen. Und deswegen, und ich habe die ja noch nicht mal geschält. Wieder spitze Vorbereitung. Ja. Naja. Ja, ich mache jetzt Stopp. Ich tue die Pfanne schon mal wegen vor einbrennen mit. Das kann ich jetzt gerade machen. Mit einfach Leinöl. Und schnibbel ich die nachher drin. Ja, nein, Leinöl nimmst du ja nicht zum Braten, aber zum Einbrennen ist es. Oh, zum Einbrennen ist es gut. So, schön ausformen. Ja, dann kann ich die in aller Ruhe. Dann noch. Ja, unerwäng. Schiff. Unerwäng. Ja, man sollte nicht so dick. Es ist wenig dick, aber. Naja. Gut, da. Test. Oh, gut, die passt auch. Voll geil drauf. Aber nicht irgendwo ein Lappen dabei, doch. Ja. Da kann ich sogar Kleidung weg. Ja, nachher mit der Schale mache ich einen mehr. Ah, ja, guck, schön schon. Mit schon Anlassfarbe. Leichter, nein, das ist Öl noch. Naja, also das nicht zu lang wird, schalte jetzt ab und tu mal wegen Erdäpfelschelle. Das ist gerade auch, das ist geil mit dem Kondo. Das ist ja im Prinzip kein Scandi, also es ist wie ein Scandi, aber die hat nochmal Sekundärschneide unten, wo dann, somit ist es auch, weil die dann steiler ist unten, ist halt auch, ja, robuster, beim Betonen und so. Aber, hure scharf, guck mal, hure scharf, ja, ich hab's auch geschliffen. Und auch gut zum Herdäpfelschälen. Also, bis gleich. Also guck, dass ich nicht eine große Röhre habe, jetzt mal eine Mähne. Weil der Anfang nicht brennt. Ja, top. Klar ist es, ist da, oh guck mal, der Wind, darf ich nicht. Ja, und da kann man es ruhig wegen auch gröber schälen. Dann ist es gut zum Einbrennen. Oh ja, arg grob. Aber trotzdem, das ist eine schöne Mischung. Gleich ein Flachschiff schlifft da besser. Ja, ja. Ihr wisst, wie man Herdäpfel schält. Also. Dass wieder nicht zu lang wird, mache ich noch den und ja, ja. Dann braucht das auch bis braunisch. So, sieh ich auch. Da will ich noch gleich wegen mehr ab. Ich weiß nicht mal, wie ich drauf bin. Ja, ich habe dummerweise Salz vergessen. Normal macht man immer nur wegen Salz. Ich nehme jetzt da wegen Kräutersalz. Gerade noch. Ah, das habe ich gedacht. Bin mal gespannt. Ich glaube, so gut hätte auch noch keine Pfanne. Die Brote. Aber ja, normal macht man das auch an einem Lagerfeuer und stellt die drin. Und dann da wird die auch, weil jetzt gerade der Wind hier ist schon richtig einbrennt, hier noch gar nicht so, weil der Wind so geht. Und ja, ich wollte aber zwei Fliegen mit eurer Klappe. Ich wollte den Probo einweihen und die Pfanne. Und naja, gut da. Ah, Trick. Einfach mal drillen. Hehe. Good trick for me. Ja, auf jeden Fall gefällt mir es schon. Nochmal. Mit dem Nachfetten. Ja, hier unten ist ein richtig fettes Loch da. Oh, der ist jetzt ein lang, aber macht ja nichts. Dann kannst du gut nachfetten. Und es muss auch das
trocken. Holz brennt da schnell ab. Oh ja. Ja, es wird. Ganz schlecht sieht es nicht aus. Immer so, dann sehen wir, wie er brennt. Das Öl, wo ich nicht mehr brauche. Ja, ich habe noch andere Öl dabei, zum, nachher zum Abraten. Mein Essen. Schön, oh, das ist jetzt richtig heiß. Fühlt das? Der gibt echt gut Hitze ab. Selbst, und es stand ja da, selbst wie so der Wind ist, Alter. Halt mal. Oh ja, von unten sieht es schon gut aus. Ist gut, dass ich auch unten eingeölt habe. Ja, und die. Das ist hier dreifach punktgeschweißt, glaube ich. Drei. Und es macht, die macht schon wegen labile E-Druck, aber da, die wird ja auch nicht stark beansprucht da. Und also, ja, es tut sich. Weil viel passt ja da auch nicht rein, aber gerade zum Abraten geht halt nichts über Eisenpfanne. Da kannst du Titan in Gulli kicken. Wobei ich ja, ich liebe die auch, also. Und ich glaube, Titan ist halt energetisch auch nicht so gut wie Edelstahl. Man merkt ja bei Edelstahl auch leicht, selbst in einer Wasserflasche, merkst du, ja, dass das Wasser nicht so gut schmeckt wie aus Glas. Und bei Titan ist das Gleiche, also so vom meinem Gefühl. Aber ja, dafür ist schön leicht und ist jetzt halt auch leicht. Ja, es wird. Also, zeig vielleicht nachher das Ergebnis. So machen wir es. Guckt, jetzt kriegt zumindest der Ding schon schöne Anlassfarbe, oder hat's? Ja, sicher schon länger. Wie es geil da unter der Matte ausgedampft, falls er letztens nass war. Bin auch gespannt, ob es aushält, weil das ist der Nachteil. Der hat kein gutes Bodenblech, oder da keit viel. Da keit sicher auch ja, gute Glutstücke ab. Ja. Ja, ne? Ah ja. Ah ja, bin gespannt. Ja, und der Griff ist, also so dünn ist und so lang, null heiß. Aber nach Fette tut Not. Muss echt ganz schön. Aber das liegt am Holz. Gell? Und weil er gut sieht. Ja, und wenn der Bügel weg ist, guck, dann kannst du auch nachher von oben gut nachfetten. Also es geht jetzt auch so gut. Geil. Das wird energetisch gut. Ja, nochmal zum Titan und Edelstahl. Das ist nicht nur energetisch, sondern auch ja, vom Geschmack des Wassers schmeckt nicht so gut. Wie gesagt, wie aus Glas. Also auch so. Ja, es gibt ja bei Edelstahl gibt es ja auch bewusst so. So nun Edelstahlmuckel, wo man quasi als Sorb vernimmt, wenn man Knoblauch oder Zwiebelgeruch wegkriegt, weil es ja antibakteriell ist. Ja, und Titan hat halt auch so wegen so einen Beigeschmack, wenn das Wasser. Also, man kann es gut trinken, es ist jetzt sicher zigfach besser wie Alu, aber Glas ist halt das Beste, aber Glas ist halt zerbrechlich und schwer. Naja. Aber die Pfanne ist leicht und nicht einmal so zerbrechlich. Also,
wie gesagt, ich zeige gar nicht das Ergebnis dann nachher. So, hier jetzt Ergebnis. Also ich bin nicht ganz zufrieden. Man sieht hier, Sven, ja, nicht ganz. Aber da, guck, da sind nur die Anlassfarbe. Und ich, ja, mit den Jahren wird das, oder jetzt brate ich meine Herdäpfel noch, und dann wird es wieder ein wenig besser. Aber ich glaube, der Grund ist, erstens wegen, weil ich kein Salz genommen habe, sondern das Kräutersalz, wo noch Luther anderes Zeug mit drin war. Deswegen ist es jetzt auch nicht die schönste Fläche. Und zweitens, ich habe das ja mit Leinöl nach dem Endgraten quasi versiegelt. Und es stand wie so Wachs und das hätte ich vielleicht wegmachen sollen. Denke ich mir jetzt. Und dann, ja. Aber, es tut es. Wird lange mäse. Also, ich brate jetzt noch lecker und sag eigentlich ciao, weil ist ja jetzt nämlich so interessant. Und mit dem, also Hammer, bin ich super zufrieden. Der, guck mal, wie der schön brennt. Und ich freue mich jetzt so, dass ich den scheiß Bügel jetzt nicht mehr brauche. Das freut mich eigentlich am meisten jetzt wieder. Ja, geil. Jetzt ist der auch schön eingeweiht. Naja. Guck, Holz habe ich noch wegen. Ja, ich hätte da noch wegen. Also zum Kochen lange jetzt noch. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns, Jungs, Mädels. Bis bald. Ciao. Okay, okay, guck. Ich bin jetzt schon viel fertig. Und was ich noch entdeckt habe, leider auch, guck mal. Da ist auch noch die Tanne. Hat der Teller mitgenommen, ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Da noch die kleine Fichte. Ja, es macht mich schon ein wenig traurig, weil der mir so schöne energetisch wie physische Rückhalt gegeben hat. Oder beide. Beide und es, ja. Ja. Ah, so ist es halt, gell? Wenn man Wetter manipuliert. No good. No good. Aber, oh ja, jetzt muss ich. Nicht, dass sie mir auch noch verbrennen. Macht's gut, ich genieße noch, freue mich jetzt auf die Herdäpfel und bis bald. Ciao. Ganz schnell noch. Die Aromate ist gar nicht passiert, aber da volles Loch drin brennt. Hä? Hey. Ah ja. Ich habe doch so Kacheln noch, da haben wir es. Ja, ja. Oh, gucke, da mal. Fette Kachel ist da sicher das Beste für hier. Aber, na ja, für unterwegs wird es da. Also, ciao. So schön. Ich kann so zurückkommen. Ja, und wenn jetzt ist im Schnee, weil jetzt so lange draußen war und es ist schon frisch, jetzt wird es auch insgesamt frisch, ist dann schon wieder kälter. Also, das spürst du dann, aber ja, ja. Bin ja bald daheim. Ja, schön, guck mal. Gott, nichts über Abendsonne. Ja, und man muss halt dann aufpassen bei so, weil man nicht mehr so gespürt hat, weil es jetzt ist schon wegen fürs Tauber, aber no Problem. Bye, bye.